Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge City Skylines mit mir, Razer Games, euch den Zuschauer. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Irgendwas halt, keine Ahnung. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht, aber das Spiel bockt sich gerade so, dass ich jetzt voll viel aufnehmen möchte. Ja, was ich noch schnell ankündigen wollte am Anfang der Folge, jetzt das muss noch am meisten sehen. Mal ja viel abschalten nach ein paar Minuten. Was ja noch komplett normal ist auch. Ich wollte noch sagen, dass ihr, also noch eben ankündigen oder sagen, falls ihr Stadtviertelnamen habt, die ich verwenden soll, oder generell mal welche habt, also diese Viertelnamen hier, dass ich hier so ausweisen kann, oh, ich brauche Strom, dass ich ausweisen kann und alles, falls ihr da irgendwelche Namen zu habt, haut es ruhig in die Kommentare. Oh, guck mal, ja. Ja, hier Krematorium und so ein Scheiß, brauchen wir alles nicht. Falls ihr da irgendwelche Namen habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich werde mir da ein paar rauskrallen. Oder alle, mal schauen. Jetzt überlege ich gerade, jetzt können wir hier... Guck mal, pass mal auf, wir machen mal eben die hier. So. Jetzt machen wir zum einen, machen wir hier ein bisschen, hier machen wir ein bisschen... Oh, man ist genau weg hier, dann machen wir ein bisschen Versorgungshausen. Weil dann machen wir nämlich jetzt hier mal Strommasten. Strommasten. Hier rüber. Geht das? Ich hab so ein Gefühl, dass das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich möchte. Ja, wobei, warte, dann machen wir auch eben schnell so. Dann dürfte das, also hier ist ja kein geschlossener. Doch, hier ist auch ein geschlossener Kreis. Was ist das bitte für ein Bullshit? Erst habe ich ihn da. Ah, nee, ist kein wegen Strommasten. Okay. Da müssen sie jetzt. Genau, der ganze Strom weg. Perfekt. Also, Stromzeichen sind weg. Der Strom weg wäre scheiße. Guck mal, was für ein Riesensee das hier ist, ey. Voll, jetzt habe ich diese Ruckelprobleme wieder, ey. Das ist behindert. Naja. So, ich habe wieder ein bisschen Mülldeponie-Probleme hier. Aber wir machen mal ein Krematorium. Freuen sie sich alle. Ach, nicht viel Geld. Ich klicke ja wie ein Windata. Zum Glück hört man das nicht. Wir machen wieder den hier. So, jetzt habt ihr nämlich hier genug Strom. Was ist das denn hier? Nicht genügend... Ach so, weil das... Oh, wegen Industriegebiet. Das leert sich. Aber wieso denn so langsam? Kein Platz mehr. Oh Gott, dann lerne ich hier auch mal schnell. Dass wir hier wirklich alles umsiedeln können, was geht. Genau, und jetzt bauen wir noch ganz schnell. Das habe ich jetzt hier noch fast vergessen. Das muss ganz schnell gehen, Freunde. Sofort. Bauen wir jetzt mal hier einen Ausgang hin. Oh Gott, muss ich jetzt die Autobahn umsetzen hier, oder was? Also, ich setze es nicht um, aber... Genau so. Oh Gott. Ja, das wird ja ganz lustig. Das hier brauchen wir jetzt nicht, genau. Oh Gott, ey. Na denn. Dann müssen wir jetzt eben hier ein bisschen, umkonstruieren, sage ich mal. Oh Gott, ey, da sind wir ja, da bin ich ja Profi drin. Okay. Erstmal, warte mal, hier. Dann müssen wir schon so rumbauen, sonst fahren sie alle in die andere Richtung. Das muss auch nicht sein. Ah, guck mal, passt doch eigentlich. Ich dachte, das ist ein bisschen schwieriger. So, und jetzt kann man hier, ist das eine Autobahnausfahrt hier? Ist das eine Autobahn? Ja, das ist eine Autobahn, ne? Dann machen wir doch einfach mal hier hin und... Ja, guck mal. So. Perfekt, dann müssen sie nämlich nicht hier über die Brücke fahren, wo jeder jetzt gerade drüber fährt, ins Industriegebiet möchte. Da kommen wir den Leuten ein bisschen entgegen. Ah, mal eben was getrunken. Haben mir schnell was zu trinken geholt.
eine Aufnahmepause. So, jetzt bin ich an einem Überlegen, macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt hier... Gibt es denn wieder Verkehrschaos? Weil es wäre halt schon ganz sinnvoll. Weiß es nicht. So, genau, was wir jetzt noch machen hier. Nee, wir brauchen eigentlich noch nicht wirklich. Wobei doch, es staut sich. Wir brauchen doch schon hier. Aber nicht mit 22.000, da kommen wir nämlich nicht wirklich weit. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld, dann können wir das machen. So, und jetzt machen wir hier ein paar Zwischenstraßen. Wir werden auch ausweisen mit Wohngebiet. So. Wohngebiet. Zack. So. Und jetzt, was wir auch noch schnell machen wollen, oder was ich noch schnell machen wollte, ist hier, ne, austauschen alles. So. So, und das jetzt machen wir jetzt, ändern wir jetzt auch mal hier alles. Oh, das ist alles belegt hier, das ist doch scheiße. Toll, das ist ein Bullshit. Kohlekraftwerk, wie viel, weiß ich nicht, brauchen wir das unbedingt? Eigentlich nicht, ne? Könnten wir noch zweites Ölkraftwerk bauen? Das wir ja auch bald hätten, dann das Geld dazu, und dann könnten wir mal das scheiß Kohlekraftwerk, hä? Und das Ölkraftwerk, warte mal, das können wir doch eigentlich auch umsetzen hier, oder? 10.000 kosten ja nur die Umzugskosten, dann machen wir das mal schnell. Wie viel macht das? 40 Megawatt? Dann machen wir noch ein Ölkraftwerk und reißen die beiden einfach ab. Oder? Ja, guck mal, pass mal auf. Wir können doch eigentlich die beiden hier wegmachen, oder? Ja. Nein. Aber auch nur, weil hier keine Verbindung mehr besteht. So, weiter. Oh, Abwasser wird das... Hä, wieso wird ein Abwasser... Achso, weil die keinen Strom haben. Mein Gott, der muss sich um jeden Scheiß hier kümmern. Wortwörtlich. So. So, seid jetzt zufrieden. Yay. So. Okay, pass mal auf, wir machen jetzt hier. Das habe ich mir genug lang angeschaut. Genau, das ist Deutsch von drin. Habe ich mir lang genug angeschaut hier. Das ist hier dringender Handlungsbedarf. So. Genau, das machen wir hier mal hier. Weißt du, jetzt zeigen wir es den Leuten hier. Jetzt machen wir hier so und gehen hier mal quer durchs Wohngebiet. So. 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 Weißt du, also, ey, das ist ja hier voll behindert mit den Buslinien. Also das heißt mit dem Verkehr. Und deswegen brauchen wir Buslinien so rum. So. Ich finde das übrigens sehr gut, dass ich dann das Gebäude ausbauen wegen dem Bus hier. Was ist das denn? Verbindert. Hä, wieso fährt denn der so behindert? Kann einfach genauso. So. Fährst du hier lang. Fährst du hier lang. Dann halt hier wieder hin. So, dann machen wir hier noch eine Linie, die einfach das Wohngebiet nochmal mit dem Industriegebiet verbindet, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Was abgeht, ey, mit dem Bussen. Was hier abgeht, ey. Ah, warte mal, ist das hier vielleicht für die Buslinien gedacht? Warte mal. Mal weg hier. Mal hier hin.
Ja, wir sind alle unglücklich, weil die Haltestelle ein bisschen weiter weg liegt. Warte mal, genau, die Linie ist blau. Muss mich auch mal gucken, dass wir das hier hinbekommen. So, das fällt nämlich eher durch die Innenstadt hier und dann ins Industriegebiet. Oder nee, das fällt einfach mal durch die Innenstadt jetzt erstmal. Hier in, was weiß ich, hier nochmal am Außen lang. Dann nochmal hier, nee, warte, hier bauen wir gleich sowieso die Straßen anders, dann ist das sowieso wieder weg. Der Effekt. Und dann hier nochmal hin. Und dann Haltestelle abschließen. So, jetzt müssen wir uns eben mal hier die Buslinie krallen, die jetzt hier einbiegt, genau die hier. Linie 2, Modify Line. Nein, nicht Modify Line. Doch, Modify Line. Genau, jetzt, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber... Hier, ne? Das ist voll geil. Jetzt machen wir das hier zum Beispiel zu einer roten Buslinie, genau. Ich finde das so geil. Das macht mich voll glücklich. Machen wir hier nochmal eine hin. Und die fährt einfach mal quer durchs Industriegebiet. So, einfach mal ein bisschen durchklicken. Oder quer durchs Wohngebiet, dann ist das Industriegebiet so rum. Ja, warte mal, wo war die jetzt? Also, so ein bisschen Sinn soll es ja schon ergeben. Ja, hier fährt. So, dann fährt er hier lang. Macht dann hier nochmal Halt. Hier nochmal halt, wer auch immer hier raus möchte. Macht dann hier nochmal halt, komm. Wobei, nee, es lohnt sich nicht mal wegen Industrie, weil hier keine Leute hingehen müssen, sondern nur die Müllfahrzeuge. So. Hier ist Industriegebiet, gehen hier nochmal lang. Hier. Wieder weg. Hier machen wir nochmal eine Haltestelle. Dann beenden wir hier. So. Und die Busse, die jetzt hier reinfahren, da fallen, das ist schon übersichtlich auch, ne? Modify Line, ne? Nein. Jetzt lass mich doch hier... Na, so eine Scheiße, Alter. So. Linienfarbe, das ist, Linie... Weiß nicht, Linie Gelb. Finde ich irgendwie cool. Ah. Das ist so raffiniert gemacht. Einfach. Das ist unglaublich geil. So, und jetzt machen wir nämlich niemand jetzt Straßen weg. Weil wir nämlich hier ja sowieso keinen Bahnhof für den Baum, weil das ja noch viel zu zentral in der Innenstadt liegt. Da müssten wir die Schiene quer durchziehen. Das kriegt man nicht hin, ohne dass es mega behindert aussieht, glaube ich. So, und hier machen wir dann hier ein paar Wohnhäuser. Und dann haben wir hier noch ein paar Kioske reinsetzen, da zumindest noch keine Bushaltestelle ist. Dass es ja mal ein bisschen belebt aussieht. Ah, schön. Aber mega geile Idee, ey. Nicht hier nur ein gebildeter Arbeiter. Oh. Alles dumme Leute. Machen wir hier mal, komm. Geil. Grundschule, wo sie natürlich hier hart im Minus, also von den Schülern her. Das Schüler-Grundschule-Verhältnis stimmt einfach nicht, ne? Wer kennt das denn nicht, das Verhältnis? Nicht genügend Geld, na super. Aber gleich haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen was. Machen wir hier mal eine hin. Ja, oder hier am besten. Und nur noch ein bisschen Geld. Oh, das haben wir gleich. So. Ja. Bildung. Ja, immer noch nicht, ey. Was ist das hier bitte für eine Scheiße? Dann machen wir jetzt eben ein bisschen das Budget höher. Ah, guck mal, haben wir schon abbezahlt hier. Budget, Budget, Budget. Ach, guck mal, das ist schon, guck mal, hier so, komm. Gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ey. Immer noch nicht.
scheiß doch drauf, ganz ehrlich. Wer braucht schon Bildung? So, ich glaube, Brandschutz ist ja irgendwie... Da brauchen wir auf jeden Fall, brauchen wir einfach 60.000 für, ne? Für diese riesen Brandschutzzentrale, für diese... Ne, wisst ihr Bescheid. Feuerwache. So, dann machen wir das mal hier wieder gerade rüber. Ich darf aber nicht den Fußgängerweg opfern, der sieht nämlich schön aus. Mache ich mal zur Abwechslung dann nicht weg. Ein Fußgängerweg hier. Ich mache ja sonst immer weg hier und jetzt lasse ich das jetzt aber mal. So. Was ist das denn? Alter, weil ich hier so ein bisschen höre. Mann, ey, so ein Bullshit. So bescheuert. Guck mal, es werden Wohngebiete benötigt. Das helfen wir gleich mal aus. Wohngebietception. Alles voll machen hier. So. So. 16. Ach so, Quatsch. 20.000 haben wir auch gleich. Geil. Finde ich gut. Was ich nicht so geil finde, dass wir ja irgendwie hier Mangel an Arbeitern und so haben. Das leert sich ja immer noch, ey. Guck mal, das hier ist aber schon leer. Guck mal, nicht mehr abreißen. Und dieses Stromnetzkonstrukt hier, ey. Das sieht ja auch mega behindert aus. Aber das hier abgeht, ey. Das ist der Busbahnhof, Alter. Den erkennt man gar nicht, ey. Da ist so viel Zeug. Voll krass. Guck mal, das wäre eigentlich kein richtiger Busbahnhof, wenn wir jetzt hier nicht irgendeine Sehenswürdigkeit oder so hinhauen würden. Das ist irgendwas Sinnloses einfach. Das wäre nicht, sonst einfach kein, das wäre einfach kein Innenstadt dann. Genau, Emerald Plaza, den. Ich glaube, das ist doch den. Genau. Dann machen wir mal hier gegenüber vom Busbahnhof hin oder hier hin am besten. Das sieht irgendwie cool aus. Ich will jetzt mal anmerken, dass sich der Verkehr irgendwie nicht wirklich gebessert hat, seitdem ich hier... Da sehen wir den, den Busbahnhof. Sag mal, ich hab doch jetzt hier Bildung. Aber irgendwie nicht genügend, ey. Was ist das hier? Was ist das denn hier? Voll Kindergeburtstag hier. Grundschulen müssten viel mehr Plätze haben. Das ist voll für den Arsch. Sieht irgendwie voll cool aus. Und damit wir jetzt hier noch... Warum habe ich das eigentlich? 85. Ach du Scheiße, wie viel kostet denn das? Da habe ich natürlich nicht beachtet, dass es so teuer ist. Shopping-Statue. Könnten wir aber einfach mal so machen. Oh, beide Verkehr hat sich schon ein bisschen gebessert. Jetzt fahren hier halt irgendwie nur Busse rum, aber naja. Gut, passt. Es baut sich nicht ständig aus, ey. Ich sehe gar nichts, was sich ausbaut. Ah doch, hier. Guck mal, wie viel jetzt hier reinpasst. Das ist ein Traum, ey. Das ist mal realistisch hier. Davor waren mir nur 20 oder so in so ein Hochhaus reingepasst. Ihr habt hier ein Müllproblem, aber hat es jetzt auch schon geregelt, gelöst, wie auch immer. So, Gewerbe wird noch ein bisschen benötigt. Machen wir hier auch mal ein bisschen Gewerbe rein. Was wir hier reinhauen, keine Ahnung. Irgendwie ist das hier ein bisschen der, ja, Geisterstadtabteil. Jetzt haben wir doch noch ein kleines Müllproblem hier. Machen wir eben noch so ein Ding hier hin. Wir haben ja ein bisschen Platz. Oh ja, ist kein Wasser.
Und guck mal, hier sind so viele, Müllwagen, ich glaube. Das passt jetzt schon. Auch wenn das hier irgendwie natürlich den Effekt hat, den ich... Warte mal. Wir wollten doch, oder ich wollte zumindest. Ja. Wieso? Was ist hier? Ah, die Feuerwache. Moment, warte mal. Jetzt sind wir mal eben ein bisschen um. Und zwar hier. Ja. Und dann machen wir nämlich auch den Platz hier. Warum? Das hier. Oh Mann, hier ist ein scheiß Park. Klasse Parks. Warum geht das jetzt hier nicht? Oh, das ist was? Oh, das ist bereits belegt. Auf was denn? Warte mal. So. Da kommt sie mit dem Knick nicht zurecht. Ah, jetzt geht's. Okay. So, und hier ist es der Park. Genau, warte, den siedeln wir mal schnell einfach hier in die Ecke um. So, dann machen wir auch hier mal so. Dass wir wirklich einen guten Verkehrsfluss haben. Und der auch hier nirgends irgendwie durch kleinere Straßen gebremst wird oder so. Oh, habt ihr gerade ein Stromproblem gehabt? Ach so, wahrscheinlich, weil hier irgendwas abgebaut hat und wieder aufgebaut hat oder so. So, und jetzt kann man auch hier mal weitergehen im Gewerbe und im Wohngebiet. Ah, warte mal, das ist hier ein bisschen blöd gelöst. Moment. Alles hier weg und Wohngebiet machen wir jetzt hier hin. So. Ich würde sagen, wie sieht es aus mit dem Abwasser? Okay. Abwasser machen wir mal 3 Stück hier hin. Wasser, machen wir auch mal 3 Stück hier hin. Jo, dachst du, das ist ein Windkraftwerk? Oh Mann. Das ist ein Bullshit, ey. So. Ah, hier arbeitet alles. Verpeste die Umwelt. Oh Mann, diese Mülldeponie, ne? Kranke Bürger, aber die nehmen direkt neben dem Kraftwerk. Wegen so eine Mülldeponie. Hausen, aber da bringt auch ein Krematorium, glaube ich, nichts. Außer dass hier Leichen dann schnell abtransportiert werden, wenn die mal ersticken an Müll. Ja, dann ist das natürlich auch ein Müllproblem, aber... Aber doch, hier kommt auch ein Müllfahrzeug vorbei. Okay, die kommen auch ganz hier in die letzten Ecken des Stadtviertels. Der Busbahnhof ist so raffiniert. Ne, ich aufs Kreuzchen. Alter, was hier abgeht, ey. Wohin wollt ihr denn eigentlich alle? Ne. Also, weißt du, ich suche mir natürlich Motorradfahrer aus, die man überhaupt nicht anvisieren kann. Wo möchtest du hier? Also wollen halt einfach alle in die Stadt rein. Ja, ja. Macht schon Sinn. Auch hier ist alles voll. So. Mir würde eine Idee kommen, wie wir das vielleicht ein bisschen regeln könnten. Und zwar, das habe ich in einer anderen Stadt bei mir auch schon gebaut. Und zwar habe ich da eine Hochstrecke. Ich habe hier eine Autobahn genommen, die hier abgezweigt. Oder nicht abgezweigt, sondern einfach verlängert. Das hat sie mich da ganz gut angeboten einfach. Und hab die halt als höher gesetzt. Und durch die Stadt gezogen und immer dort Ausfahrten gemacht, wo halt Gebiete waren. Also überall im Prinzip. Halt immer in irgendwelchen Abständen Ausfahrten gemacht. Und das hat dann den Verkehr wirklich, das hat geholfen. Aber ich würde das ganz gerne hier anders regeln. Weil das nämlich, naja, es sah jetzt nicht so aus, als ob das jetzt hier... Ja, also Urlaub würde ich in der Stadt nicht gern machen wollen, sagen wir mal so. Weil die, doch, in dem Hauptviertel der Stadt würde ich schon gerne Urlaub machen. Weißt du. Das finde ich ganz cool, aber da der Ort, wo ich es gebaut habe, das, naja. Aber die andere Stadt, die ich gebaut habe, hat sowieso noch nicht die Dimension dieser Stadt hier. Das ist eine viel größere Stadt. Eine viel, viel größere Stadt ist das. Kann ich ja mal irgendwann mal zeigen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was weiß ich. So, was ist jetzt aber erstmal... Ah, genau. Wir wollten hier... Das hier machen. Guck mal, jetzt geht das zumindest mal ein bisschen besser. So, ach guck mal, Wasser habt ihr ja alle schon. Geil. Ich würde mal sagen, Umsiedlung des Industriegebiets hat funktioniert. Kranke Bürger, ja super, toll. Warte mal. Wir machen mal eben Aushilfe an dieses Ding, ja. Das
Das finde ich irgendwie noch ein bisschen blöd hier. Dass dieser Fußweg. Aber doch, so geht's. Aber das finde ich irgendwie trotzdem ein bisschen blöd. Machen wir hier mal Gewerbe draus. Na, du machst hier kein Wohngebiet raus. Kommt Gewerbe rein. Hier ist Wasser, okay. So, Feuerwach oder Arzt, da hinten ist halt wirklich so gar nichts, ne? Also vielleicht einfach hier nochmal ein Krankenhaus reinhauen, das wird, glaube ich, ganz gut tun den ganzen Leuten hier. Friedhof technisch, ja, geht's auch. Polizei, 4%, perfekt. Ja, die Stadt läuft, ohne Witz. Die Stadt läuft. Geil. Bescheuert hier mit dem Gebiet. Cool. Jetzt müssen wir mal, warte mal, das machen wir hier mal eben hier so rüber. So, was ist denn das? Was ist das denn hier? Irgendwie eine Schule, glaube ich. Toll. Sag doch mal, Schule ist scheiße. So, kleines Gewerbegebiet hier rein. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Das ist eine Schule, ne? Ja, genau, das ist eine Oberschule. Jetzt mal, müssen wir eben ein bisschen mehr hier in Busse investieren. Ist ja nicht so, dass wir das Geld nicht hätten. Aber das hier geht ja gar nicht. Also ich meine, gleich ist es eine Schule. Dennoch, ne, das, was hier abgeht, geht nicht. Noch mal U-Bahn-Stationen bauen. Ich finde das so raffiniert immer noch. Finde ich mega geil. So, U-Bahn-Station. Wie Ort bereits belegt. Ah, das geht gar nicht. Ah doch, geht das? Ja, das scheint also doch nicht für U-Bahn gedacht zu sein. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Was sind da so Wege einfach? Hm, ich dachte eigentlich, das wäre für U-Bahn-Station gedacht. Aber hier geht's, ne? Ja. Hm, dann ist es wohl doch nicht für U-Bahn-Station gedacht. Wir machen jetzt aber trotzdem hier eine hin. So, und dann machen wir hier eine hin. Ja. 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 Und. Ja. Und. Ja. Alter, jetzt lass mich doch hier noch eine U-Bahn-Station. Na, danke. Ja und ja. So, jetzt müssen wir sie doch irgendwie logisch vertunneln. Das wird ganz lustig jetzt. So, einmal hier. Ach du Scheiße, was ist das hier für eine... Ich hab hier gerade keinen Strom. Scheiße, muss ich mich gleich schon kümmern. Aber erstmal muss ich jetzt hier vertunneln. Boah, aber ein Glück, dass ich die U-Bahn... Wege nicht mehr sehen muss, ey. Zumindest nicht mehr so schnell. Nachdem ich das hier geregelt habe, das sieht ja voll unrealistisch aus. Was baue ich denn da gerade, ey? Ist das jetzt überhaupt connected? Ja. So. Machen wir hier eine Abzweigung. Ach, wie nicht genügend? Och, nö. Muss doch jetzt echt nicht sein. Ja, gut, wir kriegen ja noch relativ schnell Geld. Och nö, ey. Hm, Moment mal. Nehmen wir eben den hier auf. Ich habe nämlich keinen Bock mehr hier ständig
zu sparen. Ich wollte es auch mal bauen hier. So, hier connecten wir rein. Hier connecten wir rüber. Und hier müssen wir nochmal schauen, wie man das... Das ist so nervig, das ist hier nicht... da. Okay. Ja, das sieht voll realistisch aus. Moment. Machen wir noch hier einen Schlenker kurz. Und dann machen wir... So. 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 Und so. Perfekt. Geil. Jetzt haben wir hier... Geh weg. U-Bahn-System. Jetzt machen wir hier eine Linie. Ja. Dann... Ja. 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 Habe ich jetzt hier einen hingesetzt? Nö. Mal weg. Ja. Jetzt mache ich mir eine hin. Dann hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Und dann wieder. Hier eine. Jetzt haben wir hier eine. Jetzt machen wir noch eine. Einmal. Und die fährt einfach nur hier rüber. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Dann geht die halt auch einfach hier wieder zurück. Ich habe hier gesetzt, ne? Hab ich hier gesetzt? Ja, ich habe hier gesetzt. Okay. Merkt man auch an dem Klick, an den Ausbaugeräuschen. Und Linienabschnitt. Okay. Perfekt. Alter, das ist abgeht nur, weil ich eine U-Bahn-Station habe, ey. Beruhigt euch mal. Oh, genau. Wir wollten uns um Stromprobleme kümmern. Solarkraftwerk. Perfekt. Jetzt kommen die gerufen, ey. So, jetzt dürften wir erstmal keine Probleme mehr haben mit dem Strom. So, ja doch, wird schon ganz gut besucht, die U-Bahn-Station. Ah. Cool. Haben wir, wo sind, haben wir hier irgendwo in der Oberschule? Haben wir da zufällig eine... Alter, das geht gar nicht, ey. Die kommen hier überhaupt nicht vorbei. Voll viele Busse hier vorbeikommen, aber... Ist nicht machbar, dass die hier... Wir brauchen mal eben einen U-Bahn-Schutz. Wir ziehen dann einfach hier... rein und hier raus. Also so... So und legen dann die. Ich kann eine neue Linie eigentlich hinzufügen. Na, daneben so. Passt ja, ne? Oder? Die wird doch jetzt hier benutzt, oder? Ja, genau. Okay. Aber irgendwie kriegt man echt... Ach so, guck mal, neues Land kaufen. Das mache ich doch sehr gerne. Ja, was kaufen? Ach komm, ist eigentlich egal, ne? Einiges ist egal. So, jetzt möchte ich das Problem noch... gehandelt bekommen hier. Wo laufen die eigentlich alle hin? Laufen die zur nächsten U-Bahn-Station oder was? Kann ich aber auch, dass die hier, wenn die überall auf die andere Seite wollen... Kann ich auch mal eben freundlich sein, Moment. Ah, es wird nichts, ne? Merk schon. Hm. Das ist irgendwie noch nicht so optimal. Ach, man, jetzt haben wir hier einen Frachthafen. Moment mal. Bauen wir mal gleich hin. Geil. Keine Routenverbindung nötig, Scheiße, ich glaube, das hier ist eine hafenfreie Zone. Ja, okay, dann machen wir... Oh, wir sind bei 24 Minuten. 34 Minuten. Ja, war es eben heute mal ein bisschen länger. Oh ja, noch eben das hier. Ich ja, ist ein bisschen gechillter hier bei dem Spiel. Sieht es geil, das ist ja auch so ein Spiel, da müssen die vorher ein bisschen länger sein, sonst... Aber ich bin jetzt mal, weil 34 Minuten, das schaut doch keiner so lang.
Ich würde sagen, wir sehen uns in der Wilderen Fall von. Macht so ein Güterzugbahnhof Sinn? Ist da irgendwie, sieht man da, ob die überlastet ist? Oder nicht? Nee, ja, wobei. Nee, ich glaube, das passt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von City Skylines. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ciao.